Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tomb Raider. Wir sind jetzt zurückgereist, um nochmal die kleinen Sachen, die es hier noch so gibt, zu erledigen. Das Grab, die Krypta, also das Grabmal. In die Krypta kommen wir, glaube ich, noch nicht rein. Aber hier ist noch eine Schatztruhe, die ich holen will und ein Dokument. So, erstmal ein paar Sachen noch sammeln. Erstmal nochmal in die andere Richtung. Erstmal noch zurück ins Dorf. Oh, diesmal kommt nicht warten auf Streaming. Adler runtergeholt, damit ich mir wieder Adlerfedern holen kann. Hatte ich ja schon. Brauchst du irgendwas? Wir könnten handeln. Wie läuft's denn so? Gefällt dir irgendwas? Der hatte keiner, nee, der hatte nur Pistolen. Wenn du wieder handeln willst, ich bin hier. So, erstmal das Dokument da nach hinten holen. Falsch gelaufen. Oh, so jetzt. Ich will mal alles mitnehmen. Ich will hier einmal komplett außen rumlaufen. Halten Sie die eingeschränkte Verteilung von Vorräten bei. Wenn wir das Gebiet durchqueren, ist es für alle das Beste, wenn sich Ihre Leute über Ihre nächste Mahlzeit oder das Fieber der Kinder Gedanken machen, anstatt über das, was außerhalb des Dorfes geschieht. Sobald unsere Untersuchungen in der Gegend abgeschlossen sind, werden Sie von uns, wie versprochen, 24 Monate lang die doppelte Menge an Rationen erhalten, die Ihnen Care derzeit zukommen lässt. Vorausgesetzt natürlich, Sie halten Ihren Teil der Abmachung ein. Herzlichst, Estella Diaz, Leiterin der Abteilung für kommunale Hilfsprogramme, Trinity Orden. Das ist aber auch ganz schön frisch. Einfach mal Essen zu unterschlagen. Der Eingang zur Truhe. Oder? Ja, genau hier. Da. Es ist zu jung, um Bernstein zu sein. Also ist es vielleicht Kopal. Es riecht jedenfalls fantastisch.
Nee, das war ja unterirdisch, da muss man ja lang drauf. Da war ja was. Stoß, sind das hier richtig? Ja, eine Schrotflinte braucht man. Da kommen wir dann nicht später lang. Schade, aber was soll's. Das ist hier jetzt gerade nichts machen dran. Dafür gehen wir jetzt erstmal hier zum Monolithen. So, hier ist eine Sackgasse. Okay. Das beschreibt etwas in der Nähe. Ich liege stumm, wo einst Pfeile flogen, und bewache eine Tür, die sich nicht mehr öffnet. Pfeile fliegen. Oh, hatte ich das schon? Ah, ich laufe in die falsche Richtung.
perfekt hier hin, ne? Genau. Weil hier ist auch irgendwo. Hier ist ein Dings versteckt. Beutelager. Auf jeden Fall noch ein Totem. Es fehlt nur noch eins. Da ist das letzte. Sag mal, ist das Munitionszeichen bleiben? Ne, ist nicht beim Grab. Dann muss es hier irgendwo sein. So schnell kann es gehen. So, jetzt das Dokument noch. Komme ich nicht rein, weil ich einen Shotgun brauche. Ärgerlich. Zoologie. Na dann machen wir mal das Grab. Sogar mehr als den. Ah gut, das habe ich zum Glück. Stopp. Was ist denn hier schönes hinter? Ach gut. Und ein Forscher-Rucksack. Was mir hier das Grab zeigt, so ein Dokument. Ich sehe jetzt nicht wirklich, wo es was aufgedeckt haben soll. Ah, hier ist eine Schatztruhe. Hinten. Gut zu wissen. Ah, da unten ist noch ein Versteck. Okay. Thank you.
gucken, was es hier für eine Herausforderung sein wird. Ich nehme mich auf jeden Fall mit, auf jeden Fall nicht darunter zu springen. Das zieht ja anscheinend ziemlich. Oh. Verdammter Mist! Mich alles feurig. Geht's rein. Die Wände sind porös. Das Öl muss durchsickern. Also aufpassen, hier sind Wölfe. Da kommen sie. Ich hab auf jeden Fall verstanden. Verdammt. Haben das alle? Scheinbar. Nein! War nicht alle. Jetzt waren es alle. Ha! Ich hasse es, gegen Wölfe zu kämpfen. Ja, dann erstmal in Ruhe. Ich hab die mal wieder angucken. Made. Wenn die Höhlen zu heulen beginnen, muss ein Krieger hinabsteigen, um das Leid zu lindern. Wird nicht einer geopfert, werden alle sterben. Sagen Opfergaben für die Wölfe. Oh, Pfeile. Pfeile nehme ich immer gerne. Und so, das Dokument ist weiter vorne dann. Die Ältesten des Dorfes haben uns belogen. Es gibt keine Bestie im Untergrund. Das Heulen, das wir hören, ist nur der Wind, der durch die kleinen Höhlen weht, die zur Oberfläche führen. Sie haben unsere Angst lange genug benutzt, um uns zu kontrollieren. Sobald ich einen Weg aus diesem infernalischen Schwitzbad finde, werfe ich ihnen ihre Lügen vor die Füße.
Wotan ist ein uralter Maya-Gott des Krieges, der angeblich schon vor Anbeginn der Zeit alt gewesen sein soll. Er wird normalerweise ohne Zähne und komplett in Schwarz dargestellt. Über ihn ist nur wenig bekannt, außer dass er gerne kräftige Zigarren raucht. Interessanterweise ist er auch der Gott, der das Trommeln erfand. Ach, ein Lagerfeuer, sehr schön. Noch Zeug? Ja, habe ich. Das ist gut für den Kampf dann. Bleib ich erstmal bei dem. Schwerer zu entdecken. Xolotl, Gott des Todes. Ich muss darüber. Ich muss dieses Feuer löschen. Das ist mein Weg. Ich muss zu der Kante. Ich muss zu der Kante. Okay. Ha! Oh, Scheiße! Ich muss das Feuer löschen. Stimmt, die Flammen. Was? Alles klar. Alles klar. Ich weiß zwar nicht, wie ich jetzt runtergefallen bin, aber warum nicht? Da drüben ist eine Blockade. Ich muss die Blockade zerstören. Ich muss das irgendwie zerstören. Der Wind ist zu stark für mich. Der Wind ist zu stark, nicht. Ich muss also erstmal wieder zurück. Nein, nicht wieder fahren. Zurück. Und. Wieder zu. Ich muss die Blockierung der Läden lösen. Ich brauche mehr Kraft.
Etwas hält ihn in Position. Ich muss die Blockierung der Läden lösen. Fast geschafft. Ich muss die Blockierung der Läden lösen. Ich würde hier sagen, man muss da ran, aber... Kann man hinzu ran? Ich muss die Blockierung der Läden lösen. Was tut uns? Was interessiert mich gerade? Ich muss die Blockierung der Läden lösen. 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 Okay, man kann hier ran. Was ist denn hier? Das ist der Überschieße. Dann wieder zurückklettern, würde ich sagen, aber... Okay, so. Schon gut. Setzen wir das andere Pendel in Bewegung. So. Dann wieder das. Öffnen. Kommen wir endlich hier an. Fertig. Der Wind heult nicht mehr.
Zeit, hier zu verschwinden. Schnell weg. Wird der Ausgang sein, schätze ich mal. Schnell raus aus der windigen Höhle. Mit Wölfen verseucht ist. Fast wäre ich drauf reingefallen. Ich wäre einfach geradeaus wieder gesprungen. So, wir klettern jetzt noch auf der Folge raus. Und sind jetzt wieder draußen. Und damit sehen wir uns das nächste Mal sehen wir uns wieder in der Verborgenen Stadt und werden die Hauptquest weiterspielen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.